It's ECW Time! Hallo Tim! Hallo zusammen! Yo, wir haben eine ganz schön vollbepackte Karte mal wieder für die ECW Show. Chris Jericho trifft auf Matt Jackson. Es gibt ein Triple Threat Match zwischen Brock Lesnar, Batista und Paul London. Wir haben The World Greatest Tag Team gegen die Briscoe Brothers. Wir haben Daniel Bryan gegen Bobby Lashley in einem Submission Match. Und wir haben im Main Event Shawn Michaels gegen El Generico. Wieder eine sehr interessante Card. Absolut. Unser persönlicher Main Event heute? Shawn Michaels gegen El Generico. Wir haben noch nichts vom Champion von ECW bisher gesehen. Richtig, deswegen dachten wir uns, heute ist auf jeden Fall mal Shawn Michaels an der Reihe. Und bis dahin haben wir noch eine durchaus solide Card. Chris Jericho gegen Matt Jackson, mein lieber Tim. Chris Jericho. Das muss ich ja glatt sagen, gell? Nick Jackson hat das Wunder vollbracht und hat gegen Kevin Steen gewonnen. Dann gewinnt jetzt Matt Jackson gegen Chris Jericho. Pass auf. Naja, das wäre auch zu schön gewesen. Punkt für den Tim. Dann dieses Triple Threat Match muss man nicht ganz verstehen. Die beiden Biester, Brock Lesnar und Batista, treffen auf Paul London. Nun, dass Paul London nicht gewinnt, ich denke, da sind wir uns einig. Aber wer wird dann gewinnen, Brock Lesnar oder Batista? Ich finde es schön, wie Batista und Brock Lesnar noch so einen Flummi bekommen, den sie durch den Ring werfen dürfen in dem Match. Vielleicht spielen sie ja irgendwie Federball oder so, wenn ihnen langweilig ist. Ich weiß es nicht. Brock Lesnar gewinnt. Paul London gewinnt. Echt jetzt? Ja, echt. Ich hab einen Punkt Vorsprung, ich kann was riskieren. Okay, wahrscheinlich gibt es jetzt irgendeinen blöden Einroller oder Batista-Bomb und Batista fliegt mit dem Dropkick raus und Paul London sahnt ab. Mal gucken. Nein, es ist Batista. Keiner kriegt einen Punkt. Na gut. Ah, damit kannst du wohl leben, wa? Das ist okay. Die World Greatest Tag Team, die Tag Team Champions, treffen auf Mark Briscoe und Jay Briscoe natürlich in einem Non-Title-Match. Ich setze auf das World Greatest Tag Team. Haben dir gut gefallen gegen die Young Bucks letzte sehr, Folge? Sehr, sehr gut. Und Ja, doch schon. Ja, dann halte ich zu den Briscoe Brothers. Irgendjemand muss ja mal zeigen, dass sie mit dem World Greatest Tag Team mithalten kann. Und wenn es dann jemand ist, dann auf jeden Fall die Briscoe Brothers. So sieht's aus. Jay Briscoe holt mit dem J-Driller den Sieg an Charlie Haas. Das könnte natürlich interessant werden für den Pay-Per-View. Daniel Bryan gegen Bobby Lashley in einem Submission-Match. Was soll man dazu sagen? Ich bleib bei meinem Daniel Bryan. Das ist Ich würde ja dagegen tippen, aber es ist ein Submission-Match und wenn einer Submission-Griffe beherrscht, dann Daniel Bryan. Und ich denke, er wird es tatsächlich schaffen, Bobby Lashley zur Aufgabe zu zwingen. Damit haben wir wohl beide recht. Und wir kommen zum Main-Event unserer heutigen Show. Shawn Michaels trifft auf El Generico again in einem False Count Anywhere-Match, wie wir es auch schon bei der WWE-Show letzte Folge hatten. Aber diesmal haben wir nicht zwei große Jungs, sondern eher zwei kleinere Jungs. Und Shawn Michaels gegen El Generico, das dürfte doch wohl sehr interessant werden. Ja, aber wie ich gesagt habe, Shawn Michaels, immer, egal gegen wen. Okay. Ja. Tut mir leid, aber ich halte auch zu unserem Champion. Ich traue El Generico einiges zu, aber nicht den Sieg gegen den ECW-Champion Shawn Michaels. In diesem Sinne muss ich halt jetzt auch hier zu Shawn Michaels halten, auch wenn das Tippspiel natürlich um einiges unattraktiver macht. Aber ist halt einfach so. El Generico, toll gemacht. Und Shawn Michaels erstmal mit einem tollen Start. Der Champion ja bisher ohne Niederlage, ne? Erstens das und er sucht immer noch einen Nummer 1 Herausforderer auf den Titel für Living Dangerously. Ganz genau. Und wir. Oh, Crucifix hier gegen El Generico. Auf wen es hinauslaufen wird, kann man aktuell natürlich noch nicht sagen. Es ist ja bei den ECW-Shows so, dass es da ja weniger Rivalitäten, weniger Fäden gibt, sondern mehr darum geht, welche Liga ist natürlich besser, WWE oder ROH. Also wir wissen, dass Shawn Michaels auf jeden Fall ein Gegner von ROH serviert bekommen wird für Living Dangerously. Das kann ein Gegner sein, gegen den er bereits gekämpft hat. Das kann allerdings auch ein Gegner sein, der bisher noch überhaupt nicht zu sehen war. Also es ist ja mehr oder weniger random, wen ROH zum Pay-Per-View quasi schickt, in dieses Titelmatch. Ja, momentan steht es ja, was diese Crossbrands angeht, immer noch 2-1 für die WWE. Shawn Michaels und das World Greatest Tag Team halten zwei Titel, während Daniel Bryan einen für ROH hält. Genau. Und das kann sie natürlich bei Living Dangerously ändern. Zum einen könnte
Daniel Bryan, World Greatest Tag Team geschlagen werden von zum Beispiel den Briscoe Brothers, wie sie es heute schon getan haben. Oder möglicherweise kann Shawn Michaels ja tatsächlich den Titel verlieren bei Living Dangerously, gegen wen auch immer. Und dann könnte es auch ganz schnell 3-0 für ROH stehen. Klar, aber momentan hat WWE die Oberhand. Und Shawn Michaels wollte hier gerade schon den Vorschlag. Nur jetzt hat er sich gedacht, nö, dann machen wir einfach ein Kaliber mehr. Wir holen mal die Leiter. Und auf der anderen Seite holt El Generico gerade den Stuhl raus. Unter dem Ring hervor. Aber ich glaube, der Referee hat ihn gerade irgendwie unterbrochen. Weil jetzt holt er sich doch lieber einen Sledgehammer. Aber das wird natürlich interessant, was die beiden sich jetzt hier liefern. Also eine... Shawn Michaels ist ein Ticken zu langsam. El Generico ist etwas schneller. Und die Leiter liegt jetzt hier mal übelst gefährlich. Aber El Generico kann immer wieder zuschlagen. Genau, und voll jetzt? Und Dropkick, aber was für einer, das war schon ein halber Yakuza-Kick. Yakuza-Dropkick, ich dachte schon, hier gibt es jetzt einen Spinebuster auf die Leiter, das wäre richtig unschön gewesen. Mein El Generico kennt sich ja eigentlich aus mit Leitern. Ja, Ladder War. Schon viele Leiter-Matches gehabt. Auch Shawn Michaels ist natürlich nicht ganz unerfahren, immerhin hatte er das erste Ladder-Match überhaupt. Und hier gibt es den Yakuza-Kick gegen den Kopf. Und jetzt schnappt sich El Generico die Leiter und bringt sie auch tatsächlich in den Ring. Könnte natürlich ausschlaggebend sein für das Match. Und Shawn Michaels kriegt sie voll ins Gesicht. Ist natürlich nicht wichtig, die Leiter. Es gibt hier nichts zum Abhängen in diesem Match. Ganz genau. Es ist einfach nur eine Waffe, die es einem leichter machen könnte, hier einen Sieg zu holen. Und egal, wer den Sieg holt, es ist ein großer Sieg. Entweder für Shawn Michaels, der ungeschlagen bleibt, oder natürlich für El Generico, der sich quasi qualifiziert für ein mögliches Titelmatch, nicht nur bei Living Dangerously, sondern natürlich allgemein. Auf jeden Fall. Bis jetzt hat Generico jetzt hier auch die Oberhand, nach den ganzen Schlägen mit dem Vorschlaghammer und der Leiter gerade, die Michaels erst zugesetzt haben. Michaels kümmert sich jetzt um das Bein von El Generico, versucht es ihm schwer zu machen und Shawn Michaels direkt mit dem nächsten, diesmal holt er... Ja, nichts, denn El Generico mit einem Baseball-Slide, könnte man sagen, hat das Ganze unterbunden. Aber ECW verdient jetzt auch endlich mal sich seinen Namen. Ja, das ist richtig. ECW geprägt natürlich von bösen Aktionen, von Waffen. Ist das der Brainbuster? Yes! Das ist der Brainbuster von El Generico. Das kann schon gewesen sein. Auf den harten Hallenboden, das knockt einen schon mal aus. Boah! 2,9. Shawn Michaels mit einem unglaublichen Kickout gegen El Generico. Also wirklich absoluter Hammer. Aber der Backdrop. Es wird Zeit, dass Shawn Michaels hier ins Match zurückfindet. Absolut. Ist das wieder der Brainbuster? Nein, nur... Suplex mit Pin. Aber da kickt Shawn Michaels schon mal 1 aus. Das ist halt doch kein Brainbuster, der einen wirklich ausknockt. Und jetzt Shawn Michaels, das muss er langsam zurückkommen ins Match. Der muss langsam mal jetzt Sachen zeigen. Immer nur harte Aktionen auf den Hallenboden kassieren, ist nicht die richtige Art. Ist nicht die beste Variante, um das Match zu gewinnen. Richtig. Jetzt wirft der Generico wieder in den Ring und... Elbow. Shawn Michaels. Nutzt er jetzt die Chance, die er sowieso hat. Wow, was ist da los? Shawn Michaels flippt aus, aber El Generico mit dem Comeback. Boah, Tiltable Backbreaker, richtig stark von El Generico. Und jetzt wird sie gefährlich, oder auch nicht? Was hat er vor? Boah, Crossbody. Crossbody, und jetzt? Clothesline. War es das schon? Nein, das war's kommt nicht. Jetzt hier gleich. Oh. Spin-Out. Powerbomb. Und das war's. Tatsache. Schau dir das an. Generico schlägt Michaels deutlich. Wow. Und da das Match so kurz war, was hältst du davon, wenn wir noch eine ROH-Show dranhängen? Ja, das ist, würde ich sagen, absolut in Ordnung. Denn das ging jetzt wirklich sehr, sehr, sehr flott. Damit jetzt hier nicht jede Show nur 10 Minuten wird. Eben. In diesem Sinne hängen wir noch eine dran. El Generico holt tatsächlich den Sieg gegen Shawn Michaels. Ich denke, das überrascht uns beide. Ja. Aber hat er stark gemacht, muss man sagen, mit der... Du hattest auch auf Shawn Michaels getippt. Ich hatte auch auf Shawn Michaels getippt, ja. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass El Generico hier tatsächlich den Sieg holt. Aber das Sit-Out-Powerbomb dann wirklich klasse gemacht. Und somit Sieger! El Generico. Damit kommen wir zur ROH-Show.
Mal sehen, was die noch für uns zu bieten hat. Und dann kommen wir auch tatsächlich schon ja, zur letzten Woche, ne? Danach kommen wir schon zur letzten Woche vom Pay-Per-View, ja. Oh, wow, wow, wow. Also er spitzt sich zu. Was haben wir denn hier? Naomi Chimaru Fuji gegen Jack Evans. Die Briscoe Brothers gegen die Switchblade Conspiracy. Nick Jackson gegen Chris Sabin. Alex Shelley gegen Davey Richards. Und Seth Rollins gegen... Was? Seth Rollins gegen Jimmy Jacobs? Was? Okay, das kommt ziemlich überraschend. Und Antonio Cesaro gegen Nigel McGuinness. Die beiden haben ja ihre Fehde. Richtig. Ja, ich bin definitiv dafür, dass wir uns Alex Shelley gegen Davey Richards angucken. Und ich bin dafür, dass wir uns Antonio Cesaro gegen McGuinness... Ach nein, das wollen wir uns aber Pay-Per-View angucken. Das wollen wir nicht vorwegnehmen, würde ich sagen. Dann nehmen wir Alex Shelley gegen McGuinness. Absolut, denn das spitzt sich auch zu, nachdem die American Wolves jetzt hier definitiv gezeigt haben, dass sie die Möglichkeit haben, die Tag Team Champions Model City Machine Guns zu schlagen. Wenn Davey Richards jetzt hier sicher gewinnt, dann wird es wohl auf ein Match zwischen Davey Richards, also beziehungsweise zwischen den American Bulls und den Sexy Saints hinauslaufen, damit wir wissen, wer wen jetzt herausfordern darf. Aber vorher gucken wir uns jetzt einfach die RH Card an. Naomi Chimaru Fuji gegen Jack Evans. Tim, ich glaube, wir verstehen dich gerade nicht. Maru Fuji, definitiv. Ja. Maru Fuji, sagst du? Ja. Jack Evans hat zwar geglänzt beim letzten Mal, aber auch hier halte ich zu Naomi Chimaru Fuji. Ja, so ist es auch. Beide, Punkt. Die Briscoe Brothers gegen die Switchblade Conspiracy. Ja, da muss ich, also nicht nur, weil es die Briscoes sind, auch so zu den Briscoes halten, denn die Switchblade Conspiracy hat mich sehr enttäuscht die letzten Wochen. Ja, und deshalb tippe ich heute mal auf sie. Weil, vielleicht kommen sie mal zurück. Vielleicht das Comeback? Nein, kein Comeback. Jay Briscoe holt auch hier den Sieg gegen Sami Callihan. Nick Jackson gegen Chris Sabin. Ja, man muss ja sagen, Nick Jackson hat das Wunder verbracht und Kevin Steen besiegt beim letzten Mal. Schafft er auch Chris Sabin? Ich würde sagen, ja, ich tippe auf Nick Jackson. Okay, also der Mann ist sehr stark, aber dann tippe ich auf Chris Sabin. Oh, und liege damit richtig. Also Nick Jackson nicht noch mit einem, in Anführungszeichen, Wunder. Vielleicht war es wirklich nur ein Wunder gegen Kevin Steen. Dann haben wir, Tyler Black gegen Jimmy Jacobs, die beiden Age of the Fall Gründer sind jetzt in einem Match gegeneinander, was natürlich seltsam ist aufgrund der letzten Woche. Vielleicht hat das aber auch irgendwie einen Sinn. Wer glaubst du, wird hier gewinnen? Ich würde ja sagen, dass es Tyler Black sein wird. Ich würde auch sagen, Tyler Black. Und so sieht es auch aus. Der European Champion macht das hier alles ganz safe. Und Antonio Cesaro gegen Nigel McGuinness haben wir noch. Ich tippe auf McGuinness und beim Pay-Per-View wird dann Cesaro verteidigen. Ja, dann sag ich doch einfach mal andersrum. Dann sag ich, dass Claudio Castagnoli hier heute gewinnen wird. Aber was beim Pay-Per-View passiert, das werden wir sehen. Aber hier gewinnt Claudio. So sieht's aus. Claudio holt den Sieg und damit kommen wir zu unserem ROH Main Event. Alex Shelley trifft auf Davey Richards und lass mich raten, du tippst auf Alex Shelley. Ja, definitiv. Das ist nun nicht so überraschend, muss ich sagen. Dann halte ich selbstverständlich zu Davey Richards. Der wird hier heute einen weiteren Sieg gegen Motor City Machine Guns Mitglied erringen, um sich so ganz große Chancen zu erarbeiten, bei Living Dangerously eventuell die Tag Team Gürtel mit Eddie Edwards gewinnen zu können. Wenn er vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, so zu treten, könnte das was werden. Ja, möglicherweise. Warten wir es mal ab, immerhin. Könnte ja auch noch was passieren. Nein. Also das Match geht ganz normal los. Halten sich bis jetzt raus. Aber das heißt ja nichts. Vielleicht greifen sie ja noch während dem Match ein oder so. Ja, natürlich. Könnte passieren. Ich fände es gut, wenn wir jetzt hier aber ein wirkliches normales One-on-One zwischen den beiden Tag-Team-Mitgliedern hätten. Oh, erstmal die Spinning Backfist verpasst von Davey Richards. Gefährlich. Jetzt hat aber Alex Shelley kommt zurück mit dem Spinning Neckbreaker. Alex Shelley verfehlt hier den Spinning Heel Kick. Und Davey Richards jetzt wieder. Alex Shelley auch. Also die Versuche werden gerade von beiden sehr gut abgeblockt. Also die Konterrate ist fantastisch. Also die kennen sich hier richtig gut schon nach dem Match. Oh! Boah. Was für ein... Ist natürlich ein Extreme Rules Match.
Ja, du hast recht. Das ist ein Extreme Rules Match. Also es ist schon wieder ein Match, wo alles erlaubt ist. Außer, dass diesmal das Cover im Ring stattfinden muss. Aber möglich ist hier wieder alles. So, Davey Richards. Oh, was für ein Punch, Mann. Und jetzt die Schläge da am Gitter. An der Ringabsperrung möchte ihn jetzt hier ausnocken. Alex Shetty kommt aber direkt wieder zurück. Und was kommt jetzt? Oh! Spinning Neckbreaker. Alter Verwalter, das sah gefährlich aus aufgrund der Ringtreppe. Ja. Und, Konter von Davey Richards, was auch immer es hätte werden sollen. Jetzt kommt der German Suplex auf den harten Hallenboden. Sah aus wie der Ansatz zum Shiranui. Das ist Standing Shiranui. Oh. Alex Shelley holt sich hier gerade. Boah, was für eine Kombination, Alter. Schlag, Spinning Backfist, Spinning Heel Kick. Während sich Alex Shelley hier eigentlich eine Krücke aus den Zuschauerrängen holen wollte. Nicht schlecht. Und hier wieder. Au! Au! Und au! 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 Facebreaker und dann knallt er auch noch durch den Impact auf die Ringtreppe. Das sah natürlich überhaupt nicht gut aus für Davey Richards. Nein, gar nicht. Und jetzt holt er eine Waffe raus. Ist das ein Tisch? Er holt einen Tisch aus dem unter dem Ring hervor. Also, to the next level. Nachdem wir bei ECW die Leiter hatten, kommen wir im Tisch. Aber vielleicht kombiniert ROH auch einfach nur Tisch und Leiter. Ah, oh, jetzt hier der Dropkick von Alex Shelley. Oh, starke Kicks gegen Davey Richards. Und ab in den Ring. Nehmen wir was mit? Jawohl, es ist die Leiter. Aber er baut sie jetzt auf und... Oh, ja, da fällt sie. Oh, und sie fällt erstmal wieder um. Gleichgewicht verloren. Ansonsten hätte das auch natürlich für viele Spekulationen gesorgt, was sie damit vorhaben. No countouts, no disqualifications, Alex Shelley. Und jetzt hier der... Ah, und hier erstmal mit einem Chinbreaker quasi. Package Chinbreaker sozusagen. Oh! Und schon böse wieder mit dieser Facebreaker mit und dann auch noch im Hinterkopf auf die Leiter. Au. Davey Richards blutet. Also, es macht hier dem Extreme Rules, der NoDQ, alle Ehre. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass... Ist das der Leg Drop? Das ist der Leg Drop von Davey Richards. So endet. So, jetzt hat erstmal eben Davey Richards hier mit dem Leg Drop. Jetzt kommt der Tisch, auf dem ist er ja besonders scharf. Und da trifft er ihn erstmal in der Magengrube. Und wieder in die Magengrube mit dem Tisch. Oh ja, yeah. Das sieht natürlich überhaupt nicht gesund aus jetzt für Alex Shelley. Aber denk dran, es ist ausnahmsweise kein False Count Anywhere. Das bedeutet, der Pinfall muss im Ring stattfinden. Das heißt, er wird ihn auch, selbst wenn er ihn jetzt hier draußen durch den Tisch befördern könnte oder so, erstmal wieder in den Ring werfen. Ja, gut, man könnte natürlich davon ausgehen, dass wenn er es tatsächlich schafft, ihn durch den Tisch zu befördern, dass er möglicherweise tatsächlich so angeschlagen ist, dass er auch nicht mehr sich dann im Ring wehren kann. Jetzt hat er Davey Richards aber vielleicht die Chance. Oh, jetzt die kommen Kicks. Die gefährlichen Kicks von Davey Richards. Sau starke Low-Kicks hier, die Alex Shelley zu Boden werfen. Jetzt hat wieder die Kick-Kombination. Sagte ich ja, wenn Davey Richards nicht nur treten könnte. Oh, aber wenn er es mal tut, dann gibt es da kein Land mehr. Und das ist nicht der Pinfall. Alex Shelley kommt nochmal raus. Ich denke auch, dass Davey Richards vielleicht der bessere Singles-Wrestler ist. Aber jetzt Achtung, Shiranui geht durch. Shiranui von Alex Shelley, die geht durch. Ist das der Sieg? Tata! Bis drei. Alex Shelley gewinnt gegen Davey Richards, der ein was? Der beste Singles-Wrestler ist. Der bessere Single-Wrestler. Ich sagte, der bessere Singles-Wrestler von den beiden. Aber das bessere Tag-Team sind die Motos, die Machine Guns. Meiner Meinung nach. Ja, dem stimme ich soweit zu, aber trotz allem gewinnt hier Alex Shelley das Match. Ja, und zeigt, dass er halt auch im Singles-Bereich was erreichen kann. Dass mit ihm auf jeden Fall zu rechnen ist, das ist richtig. Und nachdem die Kick-Kombination hier tatsächlich für Davey Richards nicht zum Sieg gereicht hat, gab es hier die Situation, wo Alex Shelley die Situation ausgenutzt hat, den Shiranui angezeigt hat und damit Davey Richards tatsächlich besiegen konnte. Ja, und viele Waffen haben wir nicht gesehen, nur kurzzeitig draußen, aber... Ja, hat möglicherweise aber trotzdem dazu beigetragen, wobei natürlich die Leistung von Alex Shelley in diesem Sinne etwas besser ist,
denn er hat etwas mehr kassiert, wobei man aber auch sagen muss, dass möglicherweise dieser Facebreaker, wo Davy Richards mit dem Hinterkopf auf der Leiter gelandet ist, dass die entscheidend war, weil halt eben der Shiro Inoue auch auf den Hinterkopf geht. Ich denke, das wird schon auch eine Rolle gespielt haben. Auf jeden Fall. Ist jetzt natürlich spannend zu sehen, wie es dann, was dann nächste Woche noch vor dem Pay-Per-View passiert. Genau. Und ja, damit verabschieden wir uns für heute. Genau, wir lassen uns überraschen. Wir sehen uns morgen wieder. Heute eine etwas längere Folge. Das schmerzt dann die etwas kürzeren aus, also nicht so viel meckern. Und wir sehen uns ja, eben morgen mit WWE wieder. Tschüss. Tschüss. Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen, das war's für diese Folge. Wenn ihr eine Menge Spaß hattet, dann gebt dem Video noch einfach einen Daumen nach oben, denn das würde mir für die Zukunft sehr helfen. Wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt, dann klickt einfach hier links auf die Let's Play Spalte, denn dort kommt ihr auf eine Playlist mit über 100 angefangenen Let's Plays. Da denke ich mal, wird bestimmt was für euch dabei sein. Und wenn ihr keine Lust mehr auf Let's Plays habt, dann klickt ihr einfach rechts, denn dort könnt ihr auf eine Playlist kommen mit unseren Real-Life-Videos, Frittieren und Co. Da werdet ihr bestimmt auch eine Menge Spaß haben, denn die Videos sind absolut abgefahren. Und wenn ihr in Zukunft den Wolfpack joinen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.